Was geht ab, meine Freunde? Ich hoffe, euch geht es gut. Lange ist es her. Jetzt seit einer Woche mein erstes deutsches Video, seit zwei Wochen jetzt schon. Und ich dachte mir, haust du noch mal ein Video raus für meine deutschen Freunde. Und ich bin sehr zufrieden, euch wieder ein Video hochzuladen. Und zwar von meinem Keller aus. Das ist unser Gaming Room, wo wir abhängen, Billard spielen, hier auf dem Sofa rumliegen und uns einen Film anschauen. Wir sitzen einfach hier rum. Sitzen hier rum, gammeln ein bisschen. Naja, der Grund, warum ich mich heute bei euch melde, ist, ich habe meine amerikanische Staatsangehörigkeit erhalten und ich bin sehr, sehr froh darüber und ich wollte es gerne mit euch teilen. Ich hoffe, dass ich euch nicht zu sehr auf den S*** gehe, aber wenn ihr Fragen habt, wie zum Beispiel dieses Test war oder was man dafür machen musste, wie auch immer, wenn ihr irgendwie Fragen habt über Amerika, bitte schreibt es unten in den Comments und ich werde sie auf jeden Fall beantworten. Man muss einen Test durchstehen, wo man halt 100 Fragen auswendig lernen muss von Geschichte, sei es von Geschichte oder von politischen Fragen bis zu geografischen Fragen. Und ja, generell würde ich sagen, 80% der Fragen sind eigentlich sehr, sehr leicht. Und 20% auf jeden Fall ein bisschen Schwierigkeiten bringen. Aber ich bin sehr froh, dass ich da durchgekommen bin. Die ersten 6 Fragen habe ich alle 100% beantwortet und bin dann sozusagen direkt durchgekommen. Der Grund, warum ich mich sehr freue, ist, dass ich mit dieser amerikanischen Staatsangehörigkeit überall hinfliegen kann, ohne Probleme. Jetzt muss ich nur noch auf diese Zeremonie warten, wo sie mir sozusagen diesen Pass in die Hand drücken, wo ich dann so ein Eid spüren muss, dass ich halt Trump liebe und wie auch immer. Und, und wenn ihr euch jetzt dieses Video schon anschaut, werde ich gerade zurzeit in Bermuda sein. Das ist so eine kleine Insel im Atlantischen Ozean, 2 Stunden Flug. Von New York aus. Der Grund, warum wir uns dort befinden, ist Rahas Geburtstag. Ihr habt leider noch Raha noch nicht kennengelernt, weil sie sehr, sehr beschäftigt ist mit ihrem Online-Shop. Meine Frau, sie ist Iranerin. Nee, Iranerin hört sich sehr, sehr gefährlich an. Perserin. Sie ist Perserin. Ich werde auf jeden Fall euch ein Video darüber zeigen und dann werdet ihr auf jeden Fall auch Raha kennenlernen. Ja. Das war es auch schon von mir. Einfach nur Gelaber hier auf unserem Gaming Room, hanging out, enjoying the f***ing life. Ich wünsche euch das Beste. Vergesst nicht zu abonnieren. 80% meiner Viewer sind leider keine Abonnenten. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf dieses Abonnieren-Button draufklicken würdet. Wir sehen uns das nächste Mal. Liebe Grüße aus New York. Ich werde auf jeden Fall wesentlich mehr euch zeigen. Jetzt versuche ich einfach nur in diese Geschichte reinzukommen, um endlich mal deutsche Vlogs zu drehen. Deswegen fühle ich mich gerade hier in meiner Comfortzone sehr, sehr erleichtert, wenn ich hier rede. Und ich werde auf jeden Fall auf die Straße gehen und euch ein paar Stadtgebiete aus Manhattan zeigen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, Freunde. Bleibt sauber. Macht keine Scheiße. Liebe euch. Vergiss nicht zu abonnieren. Tschüss, Katze.